Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu Star Stable, eine neue Folge mal davon. Und zwar, ja, das ist, glaube ich, der Jahrmarkt müsste das sein, der jetzt letzte Woche ins Spiel gekommen ist, auf jeden Fall vor ein paar Tagen. Oder jetzt mit dem letzten Update. Ich habe es gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Jedenfalls werden wir uns, glaube oder ich werde mir ein, zwei Pferde, glaube ich, kaufen. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt mir zwei Pferde hole oder nur eins. Das entscheide ich jetzt aber spontan gleich. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Denn es sind ja halt auch Klamotten mit dabei. Ich weiß jetzt nur nicht, welche. Wir müssten mal eben im Shop gucken, welche das sind. Also ich sehe schon mal drei Pferde, die ich nicht haben möchte. So. Was ist das denn hier für ein Set? Druidenzaumzeug. Was ist das Druidenset? Würde bei ihr auch nicht schlecht aussehen. Das finde ich noch ganz gut. Ah, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind alles nicht so meine Farben. Bis auf das jetzt. Die finde ich echt hübsch. Die beiden finde ich echt hübsch. Gibt es dazu? Dazu gibt es auch die passenden Sättel plus Zaumzeug. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Die Hose auch. Gut, dann ist dann doch so einiges mit dabei, was ich ganz gut finde. Ist dann auch mal wieder so ein bisschen Anreiz, hier mal wieder ein bisschen öfter mit reinzuschauen. Sind das die gleichen? Zweimal die gleichen? Warum? Verstehe ich nicht. Okay. Okay. Dann. Schauen wir doch mal. So, ich habe damals. Warum kann. Fängt schon wieder gut an. Ich habe damals ja lange überlegt, ob ich mir dieses Pferd mal hole. Das sieht einmal so aus. Ich finde das hübsch, ne? Und ich habe tatsächlich in der ganzen Zeit, wo ich jetzt Star Stable spiele, kein Pasofino. Ich habe mir echt in der ganzen Zeit noch kein Pasofino geholt. Und ich mag das. Ist jetzt nur so die Frage, ob ich das in dieser grauen Variante oder in der hole. So. Genau. Ja, das hier ist das Graue. Diese Seepferdchen, die kommen für mich nicht in Frage. Das habe ich schon. Ich glaube, also das Eiler wird es auf jeden Fall bei mir. Ich hoffe, das wird überhaupt so ausgesprochen. Was ist das überhaupt für eine Rasse? Das ist auch der Andalusier, ne? Ich meine, es ist auch der Andalusier, so wie das Umbra auch. Heißt es so? Ja, das ist der.
Sagt mal schnell. Mir fällt der Name nicht ein. Andalusia. So, jetzt habe ich es aber. Ja. Ja, die Drachenpferde nach wie vor. Also ich fand die damals im Trailer, ich fand die super cool. Also ich habe mich gefreut, dass es Drachen gibt. Aber ich mag einfach dieses Friesenmodell nicht. Die sind mir zu hampelig. Das, auch wenn... Den Flexen hier, den finde ich mega schön. Aber ich weiß nicht. Ach ja, das ist ja deren besondere Animation. Und für 475 kann man nichts falsch machen. Aber wie gesagt, also das mit dem Drachen, nee. Ja. Wie gesagt, das habe ich ja. Das habe ich ja im Stall stehen. Liebe ich nach wie vor auch noch, immer noch. Ja, hier diese Fische, weiß ich nicht. Ich finde sie nicht schön. Meine persönliche Meinung. Die Fische mag ich nicht. Das finde ich eigentlich ganz hübsch, so unverwandelte Form. Und hier die Achalteken sind auch nicht so meins. Ne. Weil ich das noch eigentlich ganz cool finde, auch unverwandelt, aber nee. So, bei dem ist es jetzt halt, das unterscheidet sich nicht großartig. Also, ich mag zwar diese dunklen Farben lieber, aber bei mir wird wahrscheinlich das einziehen. Ja. Doch, ich denke, das auf jeden Fall. Was kriegen wir denn jetzt noch? Mystik finde ich gar nicht mal so schlecht. Haben wir... Das finde ich ganz schön. Und wir nehmen ein Erwachsenes und das ist eine Stute. Zack. Ja, richtig. Sehr schöne Animation. Ich mag sie nach wie vor. In den Stall schicken. Und dann wollte ich mir... Hole ich mir das jetzt noch oder nicht? Das ist jetzt so die Frage. Ich finde es schon cool. Apokalypse. So. Ja, ja. Und da flattern sie dahin, die Starcoins. Ich weiß gar nicht, wann ich die Pferde trainieren soll. Also leveln soll, weil ich so viel aktuell SSO spiele. So, ich habe mir jetzt ein Outfit für den Guten zusammengebastelt, würde ich mal sagen. Dafür, dass es tatsächlich auf die Schnelle ist, würde ich sagen, sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Ich finde, diese dunkelblauen Töne passen sehr gut hier zu diesem Fliederfarben und so ein bisschen zu diesem hellblauen. Wenn wir uns das mal in der unverwandelten Form anschauen, sieht das auf dem Apfelschimmel sieht das richtig gut aus. Also wie gesagt, ich finde persönlich beides toll. Ich muss jetzt gerade selber zugeben, dass es auf dem Schimmel so in der Kombi besser aussieht.
Die Mütze ist sportlicher Bio-Freizeitpullover. Die Hose ist die Streethose. Die Handschuhe sind Handschuhe der Beschuldigten. Und die Stiefel, die ich anhabe, sind die Dressurstiefel der Admiralin. Das ist mein Outfit, was ich gerade so anhabe. Das Pferd hat als Ausrüstung stilvoller schwarzer Sattel mit drauf. Dann Schabracke, prächtig in Königsblau. Dann stilvolle dunkelblaue Trense. Und dann haben wir Gamaschen, Pracht in Königsblau. Und die Tasche ist Satteltasche, auch Pracht in Königsblau. Das ist das Outfit, was ich hier auf dem Hübschen drauf habe. Ja, wie gesagt, finde ich so ganz in Ordnung, die Kombi. Kann man so lassen, auf jeden Fall. Ich mag das aber halt auch in dieser verwandelten Form. Ja, wie gesagt, das ist ja einmal, ja, hier, ne, der Schritt von dem Andalusier. Mir fällt gerade auf, seit wann kommt das, wenn die im Schritt gehen, dass das so aufspringt, dem Boden? Seit wann ist das so? Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, das ist der Trab vom Andalusier, die Spezialgangart nicht zeigen kann. Weil die halt einfach, ja, muss ich erst freischalten, weiß ich nicht. Jetzt mal so, by the way, an euch. Findet ihr dieses System gut, dass ihr ab einem bestimmten Level erst bestimmte Sachen freigeschalten habt? Oder findet ihr das doof? Weiß ich nicht. Lasst mir das mal gerne in die Kommentare. Genau, und den ganz schnellen Galopp kann ich auch noch nicht machen. Das ist einmal das Bremsen. Und das Springen ist auch in Ordnung. Wie gesagt, ich für meinen Teil, ich muss ja sagen, ich reite den Andalusia, reite ich zwischendurch gerne. Ich habe ja auch das andere, den, wie heißt es jetzt nochmal? Umbra, Ambra? Ich glaube, Umbra hieß es. Hab ich ja auch noch. Und dann einmal das zweite Pferd, was ich mir eben noch mal gekauft habe. Da steht es in seiner Pracht. Ich weiß, es ist sehr blaulastig, das, was ich zusammengeschustert habe. Wobei, wenn ich mir das jetzt so angucke, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob die Trense zu dem Pferd passt. Ich glaube, es ist aber doch relativ noch stimmig. Mit dem Lila hier, das passt ganz gut. Mit dem Schwarz, ich meine, ne, Schwarz machen wir uns nichts vor, passt eigentlich zu allem. Und gut, die hätten jetzt vielleicht auch schwarz sein könnten, die Gamaschen, aber ich hatte jetzt keine anderen. Wie gesagt, das Set ist halt so, wie ich es da jetzt draufgepackt habe. Mit der Satteldecke bin ich mir nicht so ganz so sicher, weil in der unverwandelten Form sieht man das jetzt nämlich ein bisschen besser. Ich glaube, so komplett lila hätte besser gepasst. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen am Struggeln? Aber so an sich muss ich sagen, finde ich das Blau doch ganz schön. Das, ja. Wie gesagt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, nee, oh, Yuki, was hast du da wieder gemacht? Das passt so gar nicht zusammen. Oder ob ihr sagt, ja, kann man machen, muss man aber nicht. So. Wie gesagt, das Set, was ich anhabe, Klamotten sind die gleichen, die ich eben auch anhatte. Fangen wir mal bei dem Sattel an. Der Sattel ist der Knight Rider Sattel. Die Trense ist kuscheliges Champing-Zaumzeug. Und die Gamaschen sind die stilvollen dunkelblauen Wickelgamaschen. Satteldecke ist die pandorische Party-Satteldecke haben wir da. Und dann haben wir Nachtrider-Satteltasche. Fragt mich jetzt bitte nicht, woher ich das habe.
Ich habe eben vergessen, das auch zu sagen, wo man die Sachen bekommt. Ich kann es euch leider nicht mehr sagen, weil ich halt auch teilweise, ich sammle ganz viele Sachen oder kaufe sie einfach und achte da nicht drauf, wo ich was her habe. Ja, also wie gesagt, das ist einmal unverwandeltes Pasofino, das kleine Schätzchen hier. Dann gehen wir noch einmal im Schritt hier, finde ich auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, also ist mein erstes Pasofino und ich glaube, es wird auch mein einziges Pasofino bleiben, was ich im Stall habe. Weil ich persönlich finde es halt sehr, sehr schade, dass sie hier diesen Knick drinne haben. Also seht ihr das? Im Galopp genau das gleiche. Ist so an sich, vom Galopp her ist es wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also das ist aber irgendwie was die mit dem Schweif gemacht haben, keine Ahnung. Aber wie gesagt, so an sich, sehr, sehr hübsches Tier. Ich mag auch die Mähne, wie die so nach vorne mitfliegt. Mag ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. So auch hier im schnellen Galopp. Ist tatsächlich auch sehr gut gelöst. Und das Ganze hier nochmal mit der unverwandelten Form. Das ist. Den Stock finde ich dann auch wieder mehr so ein bisschen westernmäßig. Ich weiß gar nicht. Ist das Pasofino? Ist das eine Westernrasse mit, die Pferde? Das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Ansonsten muss ich aber sagen, finde ich das Pferd so an sich wirklich sehr, sehr hübsch. Also ich mag das halt auch so, wie es gearbeitet wurde. Mir fällt gerade auf, seht ihr das? Das wechselt je nach Lichteinfall, wechselt es sogar die Diamanten. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist cool. SSO, das habt ihr gut gemacht. Das ist wirklich nice. Das, wie gesagt, mir fällt es jetzt erst auf. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ja, wie gesagt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und vom Sprung her finde ich es auch in Ordnung. Wie gesagt, also da ist es. Ich kann mich nicht beschweren. Ich mag beide Pferde. Ich muss jetzt nur zusehen, dass ich beide Pferde halt einmal level. Und ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ja, wie gesagt. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir lieben gerne einen Kommentar, ein Like da und wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.